Berlin ist eine geheimnisvolle Stadt. Nichts ist hier so, wie es scheint. Jedes Mal, wenn ich essen ging, war der Italiener an der Ecke ein Grieche. Die Japaner von der Sushi-Bar entpuppten sich als Mongolen. Und selbst die Turken in dem Grillimbiss sprachen miteinander Bulgarisch. Wladimir Kamina hat doch recht. Nichts ist mehr so, wie es früher einmal war. Deutschland heute eine Wohngemeinschaft. Dobre pojalovats novoi studii. Das war Russisch und heißt herzlich willkommen im Nachtstudio. Circa 3,5 Millionen Russen leben hier bei uns. Und was wissen wir von ihnen? Nichts. Aber in einer Stunde sind Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, klüger. Neues russisches Leben in Deutschland. Meine Gäste am Kamin sind Wladimir Kamina natürlich, ein berühmter russischer Schriftsteller, der aber auf Deutsch schreibt und ein deutschen Versteher ist. Sein neues Buch heißt Mein Leben im Schrebergarten. Was könnte eigentlich deutscher sein, als im Schrebergarten zu lernen? Und er ist häufiger Gast hier bei uns im Nachtstudio. Tatjana Lukina, sie ist Schauspielerin und Theaterwissenschaftlerin und Vorsitzende des russischen Kulturvereins MIR e.V. in München. Auf der Suche nach Pasternak und Solzhenitsyn sind sie Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen, speziell nach München. Tatjana Forner ist Mitglied im Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen. Sie ist Geschäftsführerin des Club Dialog, der schon 1988, damals noch Ost-Berlin, dort gegründet wurde. Damals, sagt sie, waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Boris Shapiro, er ist Physiker, Mathematiker, hat den Wankelmotor weiterentwickelt und eigentlich verstehen sie sich als Lyriker und Schriftsteller, der auch auf Deutsch schreibt. In der Sowjetunion hatten sie Publikationsverbot und wurden auch misshandelt, wie sie in einem Interview geschrieben hat. Seit Jahren engagiert er sich in der jüdischen Gemeinde hier in Berlin. Und Karl Schlögel, er ist ordentlicher Professor für Geschichte Osteuropas an der Viadrina hier in Frankfurt an der Oder. In seinem Buch Das russische Berlin, Ostbahnhof Europas, hat er die Beziehungen Deutschland und Russlands in der Geschichte bis heute untersucht. Herr Kamina, fühlen Sie sich immer noch wohl in Deutschland? 1990 sind Sie hier angekommen mit nichts außer ein paar Flausen im Kopf und jetzt sind Sie ein berühmter Schriftsteller. Herr Panzer, Sie haben mich vorher als russischen Schriftsteller bezeichnet. Ich bin der Meinung, ich bin ein deutscher Schriftsteller. Ich hatte nie eine Zeile in einer anderen Sprache als Deutsch verfasst. Meine Bücher sind alle in Deutschland, nicht in Russland erschienen. Sie werden ins Russische wie in alle anderen Sprachen übersetzt. Ich glaube, ein Buch ist von mir ins Russische oder zwei übersetzt worden. Nicht mehr. Privat bin ich durchaus ein Russe, aber beruflich deutscher Schriftsteller. Trotz dieser 10 Jahre deutscher Schriftstellerei ist es mir nicht gelungen, hier die Menschen zu überzeugen, in dieser einfachen Tatsache, dass ich ein deutscher Schriftsteller bin. Selbst als ich zu irgendeinem Preis nominiert wurde, zu diesem deutschen Buchpreis, haben sie mich in der Spalte ausländische Literatur nominiert, zusammen mit irgendwelchen Amis. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Woran liegt das? Wäre jetzt meine Frage. Woran liegt es? Liegt es daran, Ich glaube, das liegt daran, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist, keine Vergangenheit hat, die diesem Land und vor allem der Bevölkerung erlauben würde, über bestimmte Grenzen hinwegzuschauen und sagen, ja, auch ein Russe kann ein deutscher Schriftsteller sein. Also kein Mensch würde zum Beispiel in England auf die Idee kommen, Salman Rushdie als einen orientalischen Schriftsteller bezeichnen. Ja. Ja. Und aber hier in Deutschland steht er auch im Regal mit indischer Literatur. Das heißt, also Sie würden sagen, Deutschland ist ganz speziell ein Land, das eben nicht integrativ einwirken kann auf Leute, die von außerhalb herkommen. Ich glaube, dass Deutschland aus irgendeinem Grund, wie auch immer, das noch nicht, also nicht die Hausaufgaben gemacht hat, glaube ich, wenn man das so sagen darf. Ich möchte einfach ins Wort fallen. Ich glaube, dass es daran liegt, dass der Begriff des Deutschseins heute in einer schweren Krise ist. Der Deutsche weiß nicht, was Deutsch überhaupt richtig heißt. Und deswegen ist das deutsche Gemüt gespalten. Mhm. Der eine versteht
sich als Deutscher, weil er Nachfolger oder geistiger Erbe von Bach, Beethoven, Schiller und Goethe und Haydn und so weiter ist. Und der andere meint, dass die 12 Jahre des Nationalsozialismus in Deutschland gerade das wahre Deutschland hier war. Und ich will sagen, dass es sehr viele Facetten gibt darüber und dass dies ist wahrscheinlich der Punkt, an dem man in Deutschland besonders arbeiten muss. Mhm. Und wir als die Neudeutschen, möchte ich sagen, können dazu einiges beitragen. Was hat Sie eigentlich an der deutschen Sprache, Sie beide, auch fasziniert? Also Sie schreiben ja auch auf Deutsch und Sie waren, glaube ich, 3 Tage in Deutschland, da haben Sie das erste Gedicht auf Deutsch gemacht, Sie kannten aber kein Deutsch. Und so dieses Gedicht geht so: Anna und Martha gehen baden und gehen dabei zu Schaden. Was hat Sie daran gereizt, dass Sie das auf Deutsch geschrieben haben? Also wahrscheinlich, weil ich nach Deutschland als einigermaßen entwickelte Dichter kam. Das heißt, das Dichterische lebte in mir und das Dichterische ist für mich außersprachlich, vorsprachlich. Nach meiner Poetik entsteht ein Gedicht oder ein literarisches Werk noch nicht in den Worten, sondern ist ein Wesen in Musik, Architektur, gekittet mit Wünschen, und diese Wünsche sind nicht immer dem Autor selber klar. Und wenn das ausgereift ist, dann lässt es sich in Wörter richtig gießen. Und dieses Potenzial, diese unglaubliche Musikalität, diese starke Sprachkultur oder sprachliche Musikkultur, die ergriff mich, sobald ich meine Aversion zu der deutschen Sprache überwinden konnte. Denn ich mochte Deutsch vorher. Frau Lukin, Sie sind ja auch aus einem Kulturimpuls nach Deutschland gekommen. Sie waren auf den Spuren, wie Sie sagen, von Pasternak und Solzhenitsyn. Mhm. Und wie sind Sie nach München gekommen? Und was hat Sie daran gereizt? Nun, ich wollte einfach weg aus der Sowjetunion. Ich wollte die Luft der Freiheit atmen. Und deswegen, es war damals egal, wohin, ob das Berlin oder Paris oder München, es hat sich nur so ergeben, dass ich in München geblieben bin. Aber ich habe es nie bereut. Und was empfinden Sie, wenn Sie jetzt sagen, also die Deutschen haben so ein eigenartiges Verhältnis, einmal zu Menschen, die aus anderen Ländern zu Sie kommen, auf der anderen Seite haben Sie auch ein gespaltenes Verhältnis zu sich selber. Wie ist Ihre Empfindung? Gibt es da tatsächlich so etwas, was die beiden Herren gesagt haben, oder würden Sie das anders formulieren? Also bei mir ist es so, wenn ich meinen Mund aufmache, man merkt sofort, dass ich keine Deutsche bin. Mhm. Obwohl ich mich in Deutschland sehr wohl fühle und eigentlich gut aufgenommen worden war von den Menschen, die um mich waren. Aber ich bleibe gerne Russin und ich bin halt eine bayerische Russin. oder russische Bayerin, wie man will. Frau Vonner, Sie sind dann eine Berliner Russin oder eine Russin aus Berlin, aber Sie waren auch schon vor dem Mauerbau, waren Sie in Ost-Berlin. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Na, Grund, warum ich hierher gekommen bin, eigentlich relativ banal und sehr typisch für bestimmte sagen wir, geschichtliche Abschnitte in DDR. Also ich studierte an der Moskauer Universität und da habe ich kennengelernt einen jungen Mann, er war Aspirant, also ein Bürger der DDR, und wir heirateten, und ich konnte dann meine Aspirantur quasi nicht in Moskau machen, so wie geplant war, sondern konnte ich dann an Humboldt-Universität arbeiten. Und warum haben Sie diesen Club gegründet, Club Dialog? Oh, das war ja 1988. Ja. Was war da das? Wissen Sie, das ist natürlich eine besondere Geschichte, weil diejenigen, die zu dieser Zeit in der DDR waren, natürlich, sie können ein bisschen nachfühlen, diese Atmosphäre, die schon, sagen wir, ab 85, 86 in der DDR so sich breit gemacht hat. Also mit Perestroika, es ist natürlich sehr große Komplikation hier in der DDR entstanden, weil von einer Seite musste man natürlich deklarieren, dass man in großer Freundschaft und sehr starker Freundschaft zueinander steht. Von anderer Seite ist natürlich, diese Prozesse waren nicht angenommen von der DDR. Und da begann eigentlich interessanter Prozess auch in der
DDR, politische Prozesse, die dazu führten, dass viele auch Intellektuelle aus Partei selbst oder ausgeschlossen waren oder selbst einfach diese Partei verlassen haben. Und dann natürlich, es gab so diese versteckte, plötzlich versteckte Diskriminierung gegen die sowjetische Bürger, weil natürlich sowjetische Bürger waren Träger dieser Informationen und dieser neuen Stimmungen. Und das ist das Erste. Das war interessant, einfach auszukitzeln, ja, wie weit man eigentlich in diese Phase gehen kann. Und da haben wir einfach eine sogenannte nicht formale Gruppe gebildet. Einfach normale Bürger sind zusammengekommen und haben gesagt, so, jetzt möchten wir Interesse der sowjetischen Bürger in Berlin vertreten. Das ist eine Seite. Zweite Seite ist natürlich relativ gespannte Verhältnis zur sowjetischen Botschaft und sowjetischer Machthaber, die natürlich diejenigen, die trotz allem in sozialistische Länder gelebt haben, trotzdem, wir waren diskriminiert. Mhm. Ich mit meinem sowjetischen Pass, ich brauchte zum Beispiel Einladung, um zu meiner Mutter zu fahren. Mhm. Und das im Sinne, diese Prozesse standen unter Kontrolle. Nun gibt es diesen Club ja schon fast 20 Jahre, ja. Nicht 20 Jahre, darüber werden wir noch mal reden. Ja. Herr Schlögel, in Ihrem Buch habe ich einen sehr schönen Satz gefunden. Der Schlüssel zur deutschen Seelenlandschaft liegt eher im östlichen als im westlichen Gelände. Wie ist das Verhältnis Deutschen, Russen von einem Historiker zu beschreiben? Nicht in einem Satz. Ich glaube, der Hauptschauplatz der ganzen Verwicklung im 20. Jahrhundert war doch im östlichen Europa, im schrecklichen, aber vielleicht auch im produktiven. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Meistens sagt man ja, dass im Westen sich alles abgespielt hat. Das stimmt auch. Die Attraktionen sind westwärts. Aber der Hauptschauplatz eigentlich dessen, woran man sich erinnert, das war östlich von Deutschland und jenseits aller Romantisierung, ich glaube, die intensivste Begegnung, so paradox das klingt, war wirklich, also für die Generation davor, die Generation meines Vaters, das war der Krieg. Das war eigentlich der große Zusammenstoß, und wenn Sie heute die Veteranen auf russischer Seite oder auf deutscher Seite zusammenbringen, die haben das irgendwie, das sitzt ganz tief. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Kann ich aber vielleicht etwas sagen zu dem, was Wladimir Kaminer gesagt hat, und es hängt auch damit zusammen. Ich glaube, dass einerseits Deutschland da noch nicht angekommen ist, ja, dass man einen Schriftsteller deutscher Sprache, aber russischer Herkunft als einen deutschen Schriftsteller ansieht. Aber es kommt in diesem Fall, glaube ich, noch etwas anderes dazu, nämlich ein unglaublich starkes Bedürfnis, sozusagen eine Projektion. Also was der Kaminer kann und macht, das ist ja sozusagen die deutsche Szene von der Seite her zu betrachten, ja, auf eine unglaublich witzige und ironische Weise. Aber es ist auch, glaube ich, so eine Vorstellung, es gibt da so etwas mehr, nämlich, dass es so etwas wie das Russische gäbe. Ja? Und man ist glücklich, dass es sozusagen wieder da ist. Ich glaube, das spielt, in gewisser Weise spielt die Projektion da auch eine große Rolle. Das heißt sozusagen, der Deutsche sieht sich im Spiegel eines deutschen Autors, der aber aus Russland kommt. Kann man das so sehen? Oder ist das so richtig gesagt? Darf ich vielleicht ergänzen, weil ich finde es sehr wichtig, was Sie gesagt haben. Ich glaube, es ist sowieso, die Russen, das ist schwere Kiste für viele Deutschen. Also aus verschiedenen Gründen. Und hier sozusagen gibt es Möglichkeit, es gibt sozusagen plötzlich einen Weg, darüber nachzudenken, darüber vielleicht mitzulachen. Oder es ist eigentlich erleichtert Zugang zu diesem Thema, weil es ist nicht zu überbelastet mit irgendwelchen ideologischen, komplizierten Fragen, Vergangenheit. Hier gibt es einfach Realität, so wie sie ist.
Sie ist teilweise lustig, sie ist teilweise traurig. Ich verstehe. Ich produziere quasi die ausländische Literatur vor Ort. Wie im Kaukasus die Menschen so ihre Klamotten machen mit Armani, mal mit I, mal mit Y am Ende geschrieben. Ja. Und halten das gar nicht für schlecht. Sondern ja, man kann endlich mal über Russen normal unterhalten. Das ist ja, das ist Normalität aus meiner Sicht. Es gibt ein Privileg sozusagen des Blicks von der Seite, ja. Und sozusagen die Ironie, die ja in Deutschland es auch schwer hat, die Ironie und dieser Blick von der Seite in gewisser Weise auch so eine politische Nichtkorrektheit, ja, die hat etwas Schönes und Befreiendes. Und ich glaube, deswegen haben sie ein sehr großes Publikum. Also es kommt einem gewissen, sehr starken Bedürfnis entgegen, abgesehen von der Qualität der Texte. Ja. Falsches, schlechtes Beispiel. Aber andere Kollegen von mir, Feridun Caymoglu, der, glaube ich, als Baby nach Deutschland kam und trotzdem hier als türkischer Schriftsteller irgendwie doch anerkannt wird. Oder viele, also unzählige andere Beispiele. Es ist einfach, sie haben natürlich recht mit der Projektion, das kann ich gut nachvollziehen. Deswegen bekomme ich auch ständig auf meinen Lesereisen ständig dann irgendwie eine Flasche Wodka aufs Lesepult gestellt oder ein Samovar als Geschenk. Klar, das ist diese. Aber ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Also ich trage das gern. Sicherlich. Aber bei vielen anderen, ich glaube, doch diese Vorstellung, dass einer, der, ich weiß gar nicht, was ein Ausländer anstellen muss. Ich rede jetzt schon wie ein Deutscher, merke ich. Wenn ich dieses Wort nur benutze mit Ausländern. Ich kenne Leute, die in dritte Generation in Deutschland sind und trotzdem Ausländer sind, weil sie anders aussehen einfach. Weil das ist doch eine rassistische Teilung, irgendwie schon. Wie viele Russen gibt es in Deutschland? Wissen Sie es ungefähr und wo kommen sie her? Es gibt Schätzung, natürlich, weil es ist keine homogene Gruppe. Das sind sehr verschiedene, unterschiedliche Menschen, gehören zu dieser Gruppe. Das sind Spätaussiedler und Aussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge und Familienmitglieder aus ganz verschiedenen Regionen der ehemaligen Sowjetunion. Also in diesem Sinne, also es gibt Schätzung ungefähr auf 3,5 Millionen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Also sogar in Berlin ist es schwer zu sagen. In Berlin schätzen wir, ja, einfach nach Anreisestatistik, ungefähr 150.000 russischsprachige Menschen. Mhm. Nun habe ich bei der Vorbereitung zu dieser Sendung gelesen, dass es eine regelrechte russische Parallelgesellschaft gibt. Wobei Parallelgesellschaft ist nicht das richtige Wort. Aber es gibt eigene Reisebüros, es gibt Friseure, es gibt Heiratsbüros, es gibt also alles das. Es gibt russische Schuster, es gibt Lebensmittelläden, natürlich. Also wie lebt man das? Lebt man das tatsächlich eher in dieser, ich nenne es jetzt mal, Parallelmöglichkeiten des Konsums und des Lebens? Oder bleibt man da in eher fern? Also für mich ist das Russische dabei das eine unter vielen. Oft genug kaufen wir in russischen Läden, aber wahrscheinlich noch häufiger in den türkischen oder auch als Jude in arabischen Läden und auch manchmal in indischen. Und wir essen oft auch italienisch oder griechisch und sogar manchmal deutsch. Und das ist für mich eine Erscheinung einer nicht Interkulturalität, sondern einer Multikulturalität in gutem, zusammengefügten Sinne. Ich glaube sowieso, dass jeder Mensch in vielen parallelen Universen lebt. Mhm. Psychisch gesehen allemal. Ich als Sohn und ich als Vater, wir grenzen einander, wir durchdringen einander sogar. Aber das sind verschiedene, halbgeschlossene Universen. Aber würden Sie das positiv jetzt bewerten? Sehr positiv. Also wenn man diese Berlin-Situation... Ja. Ich bewerte es als sehr positiv. Ich sehe in jeder Kleinigkeit, wo die Kulturen
aufeinander treffen, nicht prallen, richtig treffen, sehe ich eine kleine Schule der Menschheit. Mhm. Ich sehe auch im Umgang miteinander, dort wo die Konflikte, die sein könnten, aber auf einmal auf allen Seiten gerade mit einem kreativen Lächeln beseitigt werden, sehe ich auch eine Schule für eine Menschlichkeit. Wie sieht das in München aus? Also wir haben ja, wenn man so will, haben wir vielleicht auch historisch zwei Punkte. Wer geht in Ihren in Ihre Veranstaltungen, in Ihre Sachen? Sind das eher die Deutschen oder ist das eine russische Gemeinde, die sich abgrenzt von den Deutschen? Also als ich vor 17 Jahren diesen Verein Zentrum Russische Kultur in München gegründet habe, es war gedacht als eine Brücke zwischen der deutschen und russischen Kultur. Und eigentlich es war gedacht, dass es für die Deutschen ist, also damit die aus der ersten Hand sozusagen die russische Kultur kennenlernen. Und später natürlich, als die nächste, fünfte oder sechste Immigrantenwelle kam, und kamen sehr viele Menschen nach der Perestroika aus der Sowjetunion, und sie, also natürlich, sie haben beim Zentrum russischer Kultur natürlich ihre Heimat gesucht, also ihre seelische Heimat gesucht. Ja. Und das haben sie natürlich bei uns auch zum Teil gefunden. Aber wir leben keine, also gerade unser Verein ist für alle offen und da kommen alle zusammen, die Deutschen und die Russen und alle, die unsere Veranstaltungen besuchen, betonen es, dass es eigentlich ein seltener Fall ist, weil man ist gewöhnt, dass entweder eine russische Gesellschaft oder nur Slawisten oder nur Deutsche. Und bei uns ist es alles zusammen, gerade weil wir so uns gegründet haben. Und das war unsere Devise sozusagen. Ja, und treffen Sie da auch auf solche Klischees, dass die Deutschen kommen und dann Kasachok oder sowas da als Kulturgut hören wollen? Oder ist es offen? Ist die Mentalität vielleicht in vielleicht offener für die Deutschen, dass man sagt, also wir haben einfach eine Neugier, etwas kennenzulernen, oder ist es nicht? Wissen Sie, bei uns zum Beispiel die populärste Veranstaltung ist der 7. Januar, die russische Weihnachten. Und da kommen, also da kommen so viele Menschen, dass es kein leerer Platz da bleibt. Und sie freuen sich wahnsinnig, also zu mindestens zu 60-70% sind die Deutschen da. Mhm. Und dann sagen sie, oh, wie toll ist es bei euch, bei den Russen. Ich habe so viel, also Seele, das ist so herzlich ist bei ihnen und das und dies. Und dann sage ich, wissen Sie was? Aber die meisten davon sind die Deutschen. Nein, stimmt doch gar nicht. Also, und ich sage immer, wenn sie zu uns kommen, werden sie wenigstens für einen Abend russisch. Ja. Gibt es denn, Herr Schlüger, Sie sind ja mit einer Russin verheiratet. Gibt es denn sowas wie tatsächlich diese viel beschworenen Mentalitätsunterschiede? Also eher das Herzliche, das Warme? Ja, wahrscheinlich, das Kühle, wahrscheinlich das gibt es das, aber wenn ich das höre, dann es gibt da auch viel Kitsch in dieser ganzen Angelegenheit und mir gruselt offen gestanden auch ein bisschen davor, wenn solche Veranstaltungen stattfinden, wo dann hauptsächlich Leute kommen, die das Russische dort anzutreffen finden. Vielleicht ist es doch vielleicht viel normaler und weniger mit diesen Dingen zu beschreiben. Die Leute, die hier ankommen, ja, die müssen ja versuchen, sozusagen Tritt zu fassen, ins Leben zu kommen. Sie müssen Sprachen lernen. Und das, worüber wir sprechen, ist ja überhaupt keine Spezialistenangelegenheit. Ja? Sie können hinkommen in Deutschland heute, wo Sie wollen. Ja? Ich fahre nach Konstanz an meine alte Universität. Wen höre ich auf der Seepromenade? Russisch. Ja? Ja. Aussiedler. Ich bin in Frankfurt-Oder an meiner jetzigen Universität. Am Bahnhof gibt es 16 verschiedene russische Zeitungen. Es gibt, ich weiß nicht, 2000 Russlanddeutsche. Es gibt eine neue jüdische Gemeinde, die sich im Übrigen überhaupt nicht für Kulturfragen interessiert in Frankfurt, obwohl ich ständig versuche, die irgendwie dazu anzusprechen. Ich glaube, die Leute, die hier ankommen, die versuchen, Tritt zu fassen und reinzukommen, und die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, erlauben es einfach, weitgehend für sich zu leben. Das gibt es. Man kann mit 20 russischen Fernsehprogrammen, mit Ruski Radio, man kann jeden Tag eine andere Zeitung lesen, man kann jeden Tag russische Zeitungen im Internet lesen. Ich meine, das ist überhaupt nichts Besonderes. Und den Haupt,
Effekt eigentlich jetzt für die deutsche Umgebung sehe ich darin und speziell für Berlin. Es ist einfach ein Schub an Normalisierung und Internationalisierung. Ich meine, diese Stadt ist ja fast vor die Hunde gegangen, ja, durch den Krieg oder das davor, durch den Krieg und durch diese Einschnürung in der Teilungszeit. Und jetzt passiert plötzlich etwas, was eigentlich in anderen Städten alles schon längst da ist. Es gibt sozusagen wieder, also jenseits alles Multikulti-Kitsch, es gibt plötzlich wieder große Communities, große Gemeinden, die sozusagen nach eigenen Regeln zirkulieren und funktionieren. Und das ist, ich glaube, ein unglaublicher Gewinn für die Stadt, die schwer gelitten hat. Aber eigentlich ist es nur ein Aufholvorgang, finde ich, ein Normalisierungsvorgang. Und kein Mensch würde in London oder in Paris sich darüber wundern, dass es bestimmte Quartiers gibt, wo bestimmte Leute sich besonders treffen, Geschäfte und so weiter. Das ist dort normal. Ja, in Deutschland ist aus verschiedenen Gründen, fängt es überhaupt erst an, wieder normal zu sein. Das heißt, es ist eine Chance für Deutschland, jetzt nicht nur, wenn man jetzt über Russen redet, sondern auch generell, dass man vielleicht den Anschluss an internationale Standards etwa erreichen kann. Ja, es ist ein Zuwachs an Weltläufigkeit, ja, 60 ja. Jahre nach dem Krieg und nach dieser Teilung. Und wenn man sich überlegt, diese Stadt, also ich war ja in West-Berlin, nicht in Ost-Berlin, das war ja wirklich eine eingeschnürte Insel. Hierher kam überhaupt niemand. Ja. Ja, warum sollte ein russischer Dissident nach Berlin kommen in den 70er oder 80er Jahren? Das war ja belagerte Stadt. Da ging man nach Paris oder nach London. Und das hat sich geändert. Und im Vergleich zu diesen anderen Städten eine unglaubliche Dynamik, finde ich. Also wenn Sie gucken, dass einfach diese Nachtflüge zwischen Berlin und Moskau und dieser Einkaufstourismus ins KDW und wo Sie hingehen, ob ins Fitnessstudio, in die Buchhandlung oder sonst wohin, es ist eine unglaubliche Dichte des Hin und Her. Ja. Aber nun, von vorne und Herr Kamina, nun gibt es ja die Klischees. Ne? Also das sind nun Klischees, das ist normale sind Mittel, Klischees. Also einmal der reiche Russe, der kommt, das KDW sozusagen leer kauft, wieder wegfährt. Das Klischee der Russenmafia. Alles ist Verbrecher. Ne? Es ist Verbrecher. Aber wissen Sie, was der Unterschied ist? Ja. Das kann ich, glaube ich, mit Recht sagen, nach 17 Jahren in Deutschland. Die Klischees über Russen sind oftmals falsch. Aber die Klischees über Deutschen stimmen. Ja, weil da müssen Sie jetzt ein Beispiel nennen. Ich kann 100 Beispiele nennen. Ja. Wenn Sie Russen-Mafia erzählen, das ist Humbug, das ist lächerlich. Jeder weiß, Mafia bedeutet eigentlich eine Verschmelzung von staatlichen Strukturen. Also in Deutschland wären das dann deutsche staatliche Strukturen mit Kriminellen. Das ist alles nie hier der Fall gewesen. Das weiß aber jeder auch ohne mich. Wenn Sie aber zum Beispiel sagen, Deutsche wollen Kasachok hören, dann kommen Sie bei uns bei der Disco vorbei. Das ist immer so. Es gibt immer 3 bis 5 Deutsche, die Kasachok hören wollen. Ja, wie ist denn eigentlich? Die Russendisco ist ja im Prinzip ein Markenartikel geworden. Ein Markenartikel, der Oder schauen Sie zum Beispiel diese ganzen, also das Klischee von den Deutschen, was viele Russen im Kopf haben, dass die Deutschen auf Ordnung stehen. Ja. Das ist auch schwer zu bestreiten. Das haben auch ohne Russen sehr viele Denker und Dichter bemerkt. Stefan Zweig hat in seinem letzten Buch Erinnerungen eines Europäers zu den Deutschen angemerkt, dass sie eigentlich alles gut ertragen können, Kriegsniederlagen, Armut und Not, aber keine Unordnung. Dass nicht die Kriegsniederlagen, sondern die Inflation, diese finanzielle Unordnung hat die Deutschen so hitlerreif gemacht, wo sie dann bereit waren, sich mit jedem Teufel zusammentun, um der ihnen die Wiederherstellung von Ordnung versprach. Auch in meiner Kleingartenkolonie sehe ich jeden Tag diese Sehnsucht nach einer absoluten Ordnung, die eben nur in eigenem Kleingarten und selbst dort nicht ganz gestellt werden kann. Man könnte es doch aber dann spiegeln. Dann wäre doch umgekehrt die russische Seele, die eben nicht die Ordnung will, sondern vielleicht nur, ich glaube, bei Ihnen habe ich gehört, russische Seele hat immer Hoffnung, es ist die Wärme, die würden ja dann auch stimmen. Diese Klischees. Also
man muss ja jetzt nicht die Klischees von der Russenmafia nehmen der reiche Russe ist kein Klischee, er ist ja da. Ja, wissen Sie, jede soziale Entscheidung kann zu Klischee werden, wenn das man quasi absolutiert und sagt, es ist alle Russen sind so. Mhm. Ja, dann wird das ein Klischee. Aber das zum Beispiel... In jedem deutschen Reiseführer, entschuldigen bitte, steht zum Beispiel, dass alle Russen Schnee mögen. Winter ist die Lieblingszeit und deswegen habe ich gestern gelesen, gibt es im Russischen für Winter so viele zärtliche Bezeichnungen und unterschiedliche Wörter. Zum Beispiel. Das habe ich jetzt meiner Frau erzählt, die auf Sachalin aufgewachsen ist und Schnee hasst. Es gibt bestimmt Russen, die Winter mögen. Ja. Es gibt vielleicht auch Deutsche, die Winter mögen. Ja, das wäre jetzt so meine Frage hin. Wenn wir immer sagen, Russen, ne? Also die Russen in Berlin, machen wir uns da vielleicht ein ganz falsches Bild. Wer kommt in Ihren Club, in Ihren Dialogclub? Ich meine, wenn man einmal kommt, man vielleicht aus Sachalin, dann einer aus Moskau, jemand vielleicht aus den ehemaligen Sowjetrepubliken wie Georgien oder so etwas. Das heißt, wie ist das aufgeteilt? Na, wissen Sie, es ist so, wir sind quasi als Verein, wir haben zwei Aufgaben oder zwei große Bereiche. Ein Bereich, das ist tatsächlich Unterstützung bei der Integration. Das heißt, wir machen alles, was nur möglich ist in Bezug Konsultationen, also Beratungen, ob das juristische, weiß nicht, soziale Beratung, psychologische Beratung, Gesundheitsberatung, also Berufsberatung. Also das alles sozusagen kann man bei uns finden. Vor allem ist es auch zugeschnitten zu bestimmten Altersgruppen. Also zum Beispiel bei uns in der Friedrichstraße, das ist für Erwachsene. Wir haben zwei Jugendzentren, wo man ähnliche Beratung macht für Jugendliche. Also wir machen Tausende von verschiedenen Kursen, ob das jetzt Sprachkurse oder Berufsorientierungskurse, ob das jetzt Englischkurse, auch die für berufliche Entwicklung so wichtig sind und so weiter. Also in diesem Sinne, das sind die Menschen, über die man eigentlich sehr schwer Klischee zu machen. Das sind sehr unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Nationalitäten, ethnischer Zugehörigkeit, verschiedene Ausbildung oder ohne Ausbildung, mit ganz verschiedenen Motivationen für das Leben hier in Deutschland. Also in diesem Sinne, das kann man schlecht pauschalisieren. Das sind normale Menschen, die hierher gekommen sind. Also das sind diejenigen, die jetzt Professor Schlögel jetzt bezeichnet hat, diejenigen, die brauchen die Hilfe, unsere Hilfe. Es ist unser Problem, diese Menschen kamen nach Deutschland eigentlich nicht im richtigen Moment, gleich nach Vereinigung. Das war diese letzte Welle. Ja. Also gerade hier in in Berlin und neue Bundesländer ist es natürlich unglaublich starke Konkurrenz der freigesetzten Arbeitskräfte von einheimischen Deutschen. Und in diesem Sinne zum Beispiel, viele, viele Spezialisten werden einfach nicht gebraucht. Bei vielen Spezialisten werden Diplome nicht anerkannt. Das sind diese täglichen sozialen Probleme, die wir versuchen eigentlich gemeinsam zu lösen. Also mit diesen Welche Probleme machen die Russlanddeutschen? Also man liest ja das gerade... Die Russlanddeutschen oder die Spätaussiedler, wie wir sie nennen wollen, Sie, am meisten Probleme machen. Warum? Die Menschen, die eigentlich mit die höchste Motivation für Integration hierher kommen. Ja. Sie möchten hier, sie möchten so gern Deutsch werden. Ich bin gegen Verallgemeinerung. Viele meiner Freunde gehören zu dieser Gruppe und die machen keine Probleme, im Gegenteil. Sie haben alle sehr angesehene Jobs. Na, ich wollte sagen, wissen Sie, eigentlich Russlanddeutschen kamen nach Deutschland schon seit Ende 60er Jahre. Und nie hat man darüber diskutiert und gesprochen, sie waren integriert. Nur diejenigen, die jetzt nach der Wende kamen, weil sie einfach, sie haben keine Verwendung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, da natürlich diskutiert man. Das ist die Menschen, die keine Arbeit finden, die Jugendlichen, die keine Ausbildung finden. Ich glaube außerdem, das ist eher so ein Problem der Jugendkriminalität, wovon Sie reden. Ja. Das ist eine Generation, die zum großen Teil nicht nach ihrem eigenen Willen nach Deutschland, sondern von ihren Eltern verschleppt wurde, ohne eine klare Zielsetzung, finden Sie nicht? Nicht alle. Wollen wir nicht pauschalisieren wiederum. Aber in der Tat kann es ja dieses Generationenproblem geben. Und Sie werden hier natürlich von ihren Gleichaltrigen nicht als Deutsche anerkannt, sondern als komische Ausländer, für die Sie sich selbst nicht halten.
Ich würde vielleicht ein bisschen konkretisieren. Also das heißt, wenn man als Kind hierher kommt, die sind meistens sehr gut in der Schule. Es ist kein Vergleich mit türkischen Kindern. Es ist wirklich, das sagen alle Lehrer und Schuldirektoren. Aber die Jugendlichen, die kamen schon nach Schulabschluss hierher, ohne Sprachkenntnisse. Und eigentlich in dieser Situation, wo Berlin nicht genug oder Deutschland nicht genug Berufsausbildungsplätze für Jugendliche hat, ja, es ist natürlich, dass in 2-3 Jahren sind sie einfach zum nichts gebrauchen. Also man kann sie nicht, sie verlieren ihre Motivation, sie verlieren ihren Mut, sie werden zu Russen gemacht. Ja, ist das ein spezielles Berliner Problem oder gibt es das auch in Bayern? Also dass es dort, wenn man so will, eine gewisse Art doch Ghettobildung ist. Also wenn man nach Marzahn fährt, dann hat man eben sehr viele Spätaussiedler, Russen, Deutschen, die zusammenleben. Gibt es das in Bayern auch oder ist das weniger? Also man schreibt auch darüber, dass dieses Problem existiert. Aber ich persönlich, so wie Herr Kaniner auch, ich habe nur die besten Erfahrungen mit den Russlanddeutschen gemacht. Und ich finde, sie, jetzt komme ich wieder zum Klischee, sie haben also beide, also gute Seiten von den Russen genommen. Also sie sind auch romantisch und herzlich und so weiter. Aber auch sie sind ordentlich und pünktlich. Also die ich kennengelernt habe, ich fand sie ganz toll, diese Menschen, und es tut mir immer leid, wenn ich immer wieder in der Zeitung sowas lese. Und nein, es gibt Studien direkt zu Jugendaussiedlern von Professor Pfeiffer, also das kennen wir. Er natürlich sagt, dass zum Beispiel die Kriminalität unter jugendlichen Aussiedlern zweimal höher als bei den Deutschen. Ja. Also das ist eine bekannte Studie, aber wie gesagt, das ist sozusagen nicht, weil sie Aussiedler sind, weil sie einfach in bestimmte soziale Situationen rutschen, die eigentlich provoziert zu dieser... Gäbe es da, Herr Schlügel, gäbe es da von der Politik... Es geht um mangelhafte Bildungschancen, um Armut. Genau. Wie bei Türken, so wie bei Russen, genau, so bei Araber. Sehr wichtig und so ist, dass sie sich nicht wie zu Hause fühlen, obwohl sie Deutsche sind. Und das, ich glaube, das ist auch so ein Drama nicht entsteht. Ja. Gäbe es da, also Sie sind nun kein Politiker, aber vielleicht könnten Sie da, gäbe es da eine politische Maßregel zu sagen, wie schaffen wir dort Integration, gerade in dieser Problemgruppe? Hieß es da vielleicht spezielle Integrationsklassen in Schulen, Nachschulen oder vielleicht auch sogar Arbeitsunterstützungsmaßnahmen? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, dass diese ganzen Programme und die ganze Pädagogisierung der Angelegenheit irgendwie nicht weiterführen. Die Leute, wie soll ich sagen, es ist insofern ein allgemeines Problem, als die Leute ihre Ausbildung kriegen müssen, dann auf den Arbeitsmarkt können. Aber sie sitzen ja zum Teil so sehr auf einem Haufen. Ja, also es gibt manche Städte in Südwestdeutschland, wo 20.000 sozusagen auf einem Platz sitzen, so kompakt. Nein, ich glaube, es hat mehr mit der, wie soll ich sagen, der Sozialstaatlichkeit zu tun, dass man in gewisser Weise in dieses Ghetto, wie Sie das genannt haben, auch, dass man da drin hocken bleibt, wenn man da mal reingeraten ist und nicht mehr rauskommt. Und ich glaube auch nicht, dass es etwas mit einem speziellen russischen Geist oder sowas zu tun hat. Ich meine, diese Leute sind hierher gekommen, die wussten gar nicht, wo sie hinkommen. Sie hatten auch zum Teil hohe Erwartungen. Sie waren im Übrigen in vieler Hinsicht Kinder der Sowjetunion. Ja? Ich würde zum Beispiel auch gar nicht so viel über das Russische reden, was mir zum Beispiel auffällt, wenn ich in manche russische Läden gehe, dass dort nach wie vor also ein Stil herrscht, den ich nur aus der Sowjetunion kenne, also wo der Kunde als Feind behandelt wird. Ja, man wird angeschnauzt, man wird zurechtgewiesen. Also bei uns nicht in Bayern. Ja, Bayern, die Liberalitas war Sonderfall, ja, Bayern. Aber es gibt sozusagen einen sowjetischen Ton, gibt es immer noch in dieser Szene. Und was ich als angenehm empfinde, ist eigentlich, dass das verschwindet. Man kann immer weniger unterscheiden. Im Übrigen genauso, wenn heute Ausländer nach Moskau gehen. Man kann inzwischen nicht mehr unterscheiden, wer
aus dem Ausland kommt und wer Moskau ist. Das hat sich ausgeglichen. Und hier wird es auch so, wenn ich die jungen russischen Touristen, ja, die Schüler, Studenten oder wer auch immer, es sind ja sehr viele, die inzwischen hier sind, wenn ich die in der U-Bahn höre, die bewegen sich wie alle anderen Leute irgendwo auch. Ja? Und dieses, früher hat man sie sofort erkannt. Ja? Also es gab diese, wie soll ich sagen, dieses sowjetische Verdrucktheit und dieses, also eine gewisse Verhaltensweise. Inzwischen kann man sie immer weniger erkennen und ich finde es richtig wohltuend. Ja, es hat auch da eine Normalisierung stattgefunden. Aber zu der Frage, die Sie hatten, wie man diese, ja, es gibt eine Ghettobildung. Ich finde es nicht richtig, das zu leugnen. Wie man da rankommt, ich habe kein Rezept. Ich glaube, man muss einfach mehr Möglichkeiten heraus. Sind denn solche Dialogclub oder mehrere dieser sind, ist das der richtige Weg? Also mehr oder Russendisco? Oder ist Russendisco im Prinzip nur eine Touristenattraktion geworden? Sagen wir es mir jetzt mal etwas scharf. Oder ist da sowas wie Integration möglich? Ich finde, dass unsere Veranstaltung in den 8 Jahren, wenn man bedenkt, so 8 Jahre jede zweite Woche Russendisco, dass diese Veranstaltung mehr zur Völkerverständigung beigetragen hat als etliche Maßnahmen der deutschen Regierung. Ob sie das jetzt als Touristenattraktion oder sonst wie. Ich bekomme jede Woche mehrere Fotos von Babys, die auf unserer Veranstaltung, also jetzt nicht direkt natürlich, aber von den, nicht auf der Veranstaltung, aber von den Leuten entstanden sind die Babys, die sich auf unserer Veranstaltung kennengelernt haben. Und manchmal sind das auch Russen und Deutsche. Ja. Obwohl, bei uns kann man ja nie wissen, wenn man da kennenlernt, weil es ziemlich dunkel ist und ziemlich laut. Ja. Also ich möchte jetzt mit einem großen Protest zu unserer Art, diese Themen zu besprechen. Natürlich, also vor allem bin ich mit Professor Schlögl einverstanden, auch mit uns allen. Aber das, was wir bis jetzt gemacht haben, wir haben teilgenommen an der üblichen Stammtisch-Mittenbildung. Mhm. Wir haben uns gegenseitig versichert, dass wir nicht so wie die anderen, aber unsere eigenen Mythen und Vorurteile und unsere Klischees jetzt wunderbar in dieser Runde kreativ selber gestalten. Und sie sind ganz typische Stammtisch-Klischees und Gespräche, so wie ich es auch in manchen Kneipen richtig gehört habe. Nur, dass man dort nicht eingeladen wird, aber kommt und setzt sich an irgendeinen Tisch und redet miteinander. Und das sind auch sehr intelligente Gespräche. Aber was mir fehlt erstens, dass man das nicht im Zustand sieht, wie es heute ist, sondern im Prozess. Mhm. Mir fehlt eine sozialhistorische Dimension im Ganzen. Natürlich gibt es im Gespräch jetzt oder in unserer Sicht auf die Dinge. Und damit will ich auch rigoros die Deutschen in Schutz nehmen. Mhm. Angefangen von den Karikaturen. Es wurde hier nicht gesagt, der Deutsche ist natürlich klar durch einen deutschen Michel dargestellt. Da fange ich speziell bei diesem nicht genannten Beispiel. Was ist der deutsche Michel? Ist ein Kleinbürger, ein Spießbürger, der hat einige feste Eigenschaften. Er schläft noch in einer speziellen Schlafmütze und wenn er sie waschen muss, weil sie dann noch hier ein dreckig ist, dann zieht er auch einen Strumpf seine Frau an. Mhm. Und trotzdem ist so, und wenn irgendwas los ist auf der Straße, geht er mit Nachthemd und so drauf und dann schimpft er oder motzt er oder gibt er witzige Bemerkungen mit der Berliner Schnauze und sonst was. Und ansonsten liebt er Bier, hat einen Bierbauch und ist ein guter Bürger. Und aber ein bisschen bescheuert ist er schon. Bisschen bescheuert, also mehr als ein bisschen. Ja. Und das ist in vieler Völkermunde eine Karikatur, ein Vorurteil über die Deutschen. Das, was wir da besprechen, ist natürlich nicht so drastisch, aber ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Punkt 1, Ordnungsliebe. Ja, wenn man in bestimmten Milieus sich bewegt, dann mag sein, dass man das tatsächlich auch trifft.
Aber wenn man in anderen Milieus, zum Beispiel in wissenschaftlichen Milieus, sich bewegt, was auch nicht minder deutsch ist als die Schrebergartenkultur, oder wenn man in Musikerkreisen sich bewegt, oder wenn man in Theaterkreationen geht, gerade nicht in die Veranstaltung, sondern in die Gesellschaft, vielleicht in eine Küche, wo ein Stück gerade im Entstehen ist. Wenn man das alles miterlebt in vielen Jahren, durch verschiedene Kreise in Deutschland, selbst wenn man auch Obdachlose anschaut, da gibt es super ordentliche Leute. Ihre Überlebenskunst verlangt nach einer Überordentlichkeit. Kein deutscher Professor, entschuldige bitte, dass ich auch in deiner Anwesenheit darüber rede, ist so ordentlich wie ein richtiger Obdachlose mit seiner Überlebenskunst. Ja, das ist das, also ja, das heißt, aber Sie reden natürlich auch, so wie wir vorhin auch geredet haben, eigentlich nein, ich rede nicht versichern so. Wir uns doch wieder unserer Gutheit. Ich rede darüber, dass man diese Beobachtungen in einen längeren, zeitenübergreifenden Prozess stellen muss. Dass man bei allen diesen jungen Leuten, auch bei denjenigen, die in der Krise sind, einen Wunsch zu was Besserem entdeckt und sieht und hört. Und wenn man mit ihnen redet, auch wenn sie sich beklagen, auch dann wollen sie was Besseres. Mhm. Und es kann nicht sein, dass ein Mensch nur für sich, separat von seiner Umgebung, was Besseres will. Ist gar nicht möglich. Das ist richtig, jeder muss auch für sich das Bessere wollen und dadurch wird es uns allen besser. Und in diesem Prozess Motivation entsteht aus Intention und dem, wo man sich befindet. Das heißt, Sie wären eigentlich Optimist, dass es besser wird. Ich bin kein Optimist. Wenn wir groß über Politik und verschiedene Dinge reden würden, dann werde ich vielleicht irgendein Opti-Pessimist oder sowas. Das weiß ich nicht. Was ich aber hier sehe, weil ich sehr viel mit Jugendlichen zu tun habe, nicht nur mit eigenen Kindern und nicht nur mit eigenen 8 Enkeln, sondern auch mit vielen Jugendlichen, die ich manchmal auch auf der Straße kennenlerne. Und es gibt Fälle, wo ich auch angegriffen werde, weil ich meine Kippa offen trage, wie hier auch überall. Mhm. Und da gibt es einfach Auseinandersetzungen, mal milde, mal scharfe. Und aus diesen Auseinandersetzungen versuche ich immer in die Mentalität selbst meine Angreifer, geschweige denn alle anderen zu kommen. Und sind die Angreifer eher Deutsche oder? Das ist weitgehend gemischt. In den ersten Jahren, in meinen ersten Jahren in Deutschland, in 70er und 80er Jahren, waren es eher Deutsche. Aber jetzt ist das Gleichgewicht verschoben. Das sind oft Palästinenser und das sind Araber. Aber auch die greifen mich an, nicht weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie irregeleitet sind und projizieren ihre Feindbilder auf mich durch meine Gebetsmütze. Und wenn ich mit diesen Angreifern ins Gespräch komme, kommt immer etwas Tieferes, etwas Persönliches, etwas Menschlicheres heraus. Sobald man von dem allgemeinen Klischee weg ist, steht ein Mensch und nicht ein Angreifer von mir. Und aus diesen an sich traurigen Fällen sind einige wirklich nette, warme und weitertragende Bekanntschaften entstanden. Herr Shapiro, die meisten oder die zweite... Da hatten Sie bis jetzt Glück mit den Angreifern. Einer könnte mich auch umbringen, hat er selber mal gesagt. Hast Glück gehabt, dass ich nicht so besoffen war. Also, das Risiko gibt es ja auch, aber das Risiko gibt es immer und überall. Die zweitgrößte Gruppe, die... aus Russland oder aus der ehemaligen Sowjetunion, muss man vielleicht sogar sagen, hier in Deutschland leben, sind ja Juden. Das heißt, die jüdischen Gemeinden sind plötzlich vollkommen anders strukturiert worden. Sie blühen wieder, sie gehen hin, aber zum Beispiel Julius Schöps sagt ja, es ist ein großes Problem, weil die Juden aus Russland eigentlich gar nicht in unserem Glauben, also im jüdischen Glauben, verwurzelt sind, sondern eher als Atheisten sozusagen sowjetische Prägung, die Gemeinde eher als Kulturhaus oder so erkennen.
Machen Sie diese Erfahrung auch? Ich mache die Erfahrung bei aller Achtung zu Professor Schöps, dass das einfach nicht stimmt. Mhm. Also da muss ich schärfstens protestieren. Der Urteil von Professor Schöps ist wiederum eine Beobachtung des Ist-Zustandes und nicht eine Sicht des Prozesses, in dem sich alles wandelt. Die Russen, die hier als Sowjetmenschen sowjetisch akkulturiert gekommen sind, warum gehen sie in die jüdischen Gemeinden? Das müssen doch nicht. Warum gehen sie in die Synagogen? Warum lernen sie Gebete? Warum schicken sie ihre Kinder in jüdische Schulen? Nicht, das alles kann man nicht mit der These von Professor Schöps erklären. Ja. Dieses Verhalten, man soll Verhalten sehen und nicht wie man steht. Dieses Verhalten deutet ganz eindeutig darauf hin, dass hier ein starker Identitätsbildung und Umbildungsprozess stattfindet, und dieser Identitätsbildungsprozess kann nicht in 2 Wochen abgeschlossen werden. Dafür braucht man schon ein paar Jahrzehnte. Oder wenn man begabt ist, man sieht bitte Wladimir Kamina, dann ein bisschen kürzer. Herr Kamina, haben Sie denn noch, Sie sind ja aufgewachsen, auch in der Sowjetunion, auch nicht mit religiösen Wurzeln, haben Sie denn jetzt noch zum Beispiel Verbindungen zur jüdischen Gemeinde hier in Berlin? Ich hatte nie, weder in der Sowjetunion noch in Deutschland, irgendwelche Verbindungen zu religiösen Instituten. Bis heute nicht. Ne? Das bis heute ist, nicht. Ja, aber Deutsche ist er. Deutsche. Letzten Runde noch vielleicht mal auch wieder auf die, vielleicht ein paar persönliche Sachen zu kommen. Frau Forner, Sie sind nun schon sehr lange und Sie auch schon sehr lange in Deutschland. Gibt es dennoch so ein Heimweh nach Russland? Fahren Sie öfters hin? Besuchen Sie Städte und träumen Sie vielleicht sogar? Nein, natürlich, ich fahre jedes Jahr, weil ich habe dort meine Mutter, meine Schwester, also Familie, die ich jedes Mal besuche, meine Freunde noch aus meinen Universitätszeiten. Und wissen Sie, das ist, die Frage ist fast grenzt mit einer Frage, die ich mir oft gestellt werde. Ach, und wann gehen Sie zurück oder gehen Sie überhaupt zurück? Das ist auch zu dieser Klischee. Mhm. Also einfach anzunehmen, dass ein Migrant hier eigentlich zu Hause ist. Für manche ist es sehr schwierig, irgendwie diese Tatsache zu begreifen. Also ich bin in Berlin zu Hause. Das ist mein Zuhause, hier waren meine Kinder geboren, hier gingen sie zur Schule. Ich habe eine nettere Formulierung mal gehört, ja. Auch gerade am Stammtisch, ja, in der Kneipe. Mhm. Ach, die Russen, die haben ja alle Krankheiten, Rheuma haben sie, Grippe haben sie und so weiter, aber nur Heimweh nicht. Oh. So, natürlich, ich fahre gern nach Moskau, nach St. Petersburg. Aber ich muss sagen, wissen Sie, diese ganzen globale Veränderungen, die auch in der Sowjetunion stattgefunden haben, sie haben so diese Städte so verändert, dass ich fahre fast schon wie ein Tourist, als Mensch, der zwar hat ein intimer Kreis, wo ich sozusagen untertauche und dann bleibe ich 2 Wochen dort und wieder auftauche in diese große Welt. Also das heißt, die Welt ist nicht erkennbar, die ich eigentlich kenne. Ich kenne eigentlich Moskau aus 60er Jahren. Mhm. Das ist weg. Das ist weg. Das ist, grundsätzlich weg. Diese romantische Gefühl nach diese Sehnsucht nach diesem Moskau habe ich natürlich. Aber das finde ich in Büchern, in Literatur, in meiner eigenen Erinnerung. Mhm. Dieser Moskau existiert nicht. Also in diesem Sinne. Gibt's eine Kindheit, hast du Sehnsucht. Ja. Aber gibt es denn so etwas wie so eine, sagen wir mal, Sowjetunion-Nostalgie, wie es ja auch eine DDR-Nostalgie gibt? Man hängt sich dann so die Blauhemden irgendwo hin. Und ist das zu bedauern? Ich weiß nicht, ob Nostalgie, aber wenn Sie zum Beispiel die Zeitungen angucken, da fällt es mir auf, da sind ja Inserate, die nicht Russland betreffen, sondern die ganze Sowjetunion. Mhm. Also da gibt es 20 Flüge nach Karaganda, nach Taschkent, nach Dushanbe, nach sozusagen das ganze alte Imperium ist da, ja. Und das ist einfach sozusagen der Erfahrungshorizont der Generation davor. Es ist noch da. Warum soll das verschwinden? Und wenn Sie im Zug fahren, was ich öfters mache,
Dann geht eben der Zug nach Saratow, weiter nach Novosibirsk. Und das sind Leute, die... es gibt Pendelbewegungen ins Reich, ins Imperium zurück. Ja? Da fahren, was weiß ich, Russlanddeutsche aus Erfurt, die fahren dann im Frühjahr nach Saratow, um ihre Kartoffeln auszubringen und fahren im September zurück, wenn es wieder Winter wird. Ja? Und sie nehmen ihre Enkelkinder mit. Und so gibt es einen sozusagen lebhaften Pendelverkehr zwischen Berlin-Lichtenberg und den alten Zonen des alten Imperiums. Und aber Kartoffeln recht teuer, wenn man jedes Mal dann mit Nein, die transportieren keine Kartoffeln, sondern die machen einfach ihren Sommer. Ja. Und aber zum Beispiel, wenn Sie das Programm angucken hier im Ruski Dom, also Lev Kobzon und wer da alles kommt, das sind auch die Stars der untergegangenen Sowjetunion, also die Estradenstars. Und wenn Sie das Kinoprogramm oder das Fernsehen, ja, ist ja auch so ein Medium, wo man heute sowjetische Filme der 60er, 70er, 80er Jahre sehen kann. Oder gehen Sie in die Läden, in die, wie heißt das, wo man Videokassetten ausleihen kann. Ja? Wo, was ist da? Da ist das ganze Repertoire der sowjetischen Kinoklassik. Ja? Sodass, ich würde es nicht als Nostalgie bezeichnen, sondern es ist der Erfahrungs- und Lebenshorizont dieser Generation. Aber der verschwindet. Wird sich das ändern? Das wird, also, Herr Kamin, was werden Ihre Kinder? Also, Sie haben ja noch ein russisches Kochbuch mit Ihrer Frau geschrieben, ne? Also vor einem oder zwei Jahren, was natürlich auch einen gewissen ironischen Charme hat, ne? Dieses Buch. Aber wenn Ihre Kinder größer sind, werden die diese Erinnerungen noch haben an Russland? Mein Kind hat in der Grundschule das Foto unserer nordkaukasischen Verwandtschaft mitgebracht, bärtige Männer in Gummistiefeln, und behauptet hat, das seien die Eiszeitmenschen, die er persönlich in einer prähistorischen Höhle entdeckt hatte. Jeder zieht seinen Nutzen aus eigenen multikulturellen Hintergrund. In der Schule sind übrigens, die Kinder prallen mit ihrem multikulturellen Hintergrund. Ja. Zumindest in unserer Grundschule behauptet einer, ich bin ein Serber, der andere sagt, ich bin ein Schwabe. Mein Sohn behauptet, er sei ein Russe, obwohl er bis jetzt nur zwei oder dreimal in Russland war. Ich glaube, das wird zu einem großen Gewinn auf Dauer, auf lange Sicht. Als russischer Jude behaupte ich, ein Schwabe in preußischem Exil zu sein. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, meine Damen, meine Herren, die Stunde im Gelände, wie Gottfried Benninger so schön gesagt hat, ist um. Vielen Dank für das interessante Gespräch und auch, dass Sie so viel von sich selber erzählt haben. Ihnen zu Hause, Dank fürs Zuschauen. Es lohnt sich doch immer wieder, die späte Stunde am Kamin durchzuhalten. Wenn Sie mögen, können Sie die Sendung natürlich wieder in unserer ZDF-Mediathek anschauen oder Sie diskutieren weiter in unserem Forum www.nachtstudio-zdf.de. Bis zur nächsten Sendung aber hat ein großer Philosoph das letzte Wort, den von uns Deutschen, mich eingeschlossen, kaum jemand kennt. Shota Rustaveli, der aus Georgien stammt und in Jerusalem im Jahre 1216 starb, das weiß ich aus Wikipedia, sagt, was du hergibst, das ist dein. In diesem Sinne, Nasdrowjew.